Da seid ihr wieder bereit fürs neue Areal. In die Berge geht's. Ich hoffe, ihr habt meinen Tipp aus dem letzten Part befolgt und euch irgendwas Warmes angezogen oder einen heißen Kakao gemacht oder die Heizung aufgedreht, denn es wird eisig. So, wartet mal, jetzt ist ja inzwischen der Typ hier wieder da, ne? Der singt doch hier wieder, oder? Ah, ne, haben wir ja schon geholfen. Ja, da ist er wieder und danced up, ey, bleich wie der Schnee um ihn rum. Egal. So, Leute. Da müssen wir hinkommen. Okay, wie machen wir das am besten? Ich gucke einfach mal. Und nein, ich habe das mit den Schießständen nicht vergessen. Das machen wir alles erst am nächsten Tag. So, na toll. Okay, hier geht's runter. Und was ist aus den Dodongos geworden? Des Nachts sind hier ganz andere Gegner. Und zwar unfertige Schneemänner. Wow, shit! Alter, bist du wahnsinnig! Huh! Alter, wie das aussieht! Zack! Okay, ich habe keinen Bock. Nein, ich habe keine Lust auf eine Schneeballschlacht. Ganz ehrlich nicht. So, okay. Schnell hoch wie ein Hase, wie ein Schneehase, ja? Was soll das denn hier? Was ist das denn? Ist das Eis? Oh, definitiv Eis! Autsch! Oh, sofort eingefroren. Hä? Taya, was los? Guck mal, sieh dir das an. Die entsprechende Waffe könnte mit einem Schuss geradewegs durch das Eis hindurchschießen. Naja, vielleicht auch mit zwei Schüssen. Okay. Oh, tschüss. Okay, Taya, ein Schuss hat nicht gereicht. Also, BAMS! Tasch! Sehr geil. Schön. Auf in die Berge, Leute. In unserer schönen Tunika hier wird arschkalt. Aber Link ist ja... Ja, leidet ja still vor sich hin. Er gehört ja zu den still vor sich hin Leidenden. So. Oh, Mann. Ah, von den Typen gibt's auch Weiße. Zack. Na, zack. Tschüss, ihr Säcke. So. Okay. Na, zack. Ne? Okay, nein, einfach den Weg folgen. Ich habe ja die Karte schon gekauft, also kann ich mich ja an der Karte orientieren. Hier sieht's eh trostlos aus, als ob es hier nichts gäbe, außer riesige... Wow, hier rutscht man voll. Mann! Hau ab! Scheiß Viecher. So, Bomben. Ach, ich mach's mal ein bisschen lustiger. Das ist cooler mit der Maske. So, und... Boom! Boah, alter Schwede. Ah, doch! Was war das denn gerade? Egal. So. Schade, dass wir jetzt auch gerade nachts da hinkommen, aber naja, ich glaube, Musik ist da eh nicht groß. Zur Bergsiedlung. Vorsicht vor Schneestürmen. Goronen können Schneebarrieren leicht aus dem Weg räumen. Also heißt, ich soll irgendeinen fragen oder was? Naja, okay. Na, dann fragen wir mal einen netten Goronen, falls wir ihn treffen. Die Bergsiedlung. Richtig schön mit Blockhäusern und... Boah, ist das hier kalt. Oh, vor allem, dass wir nachts hierher kommen, ey, wird gleich noch kälter. Okay. Wir als kleiner Schneehase hier unterwegs. Da ist ein Gorone, was macht er denn da? Oh, der hat irgendwas auf seinem Kopf. Hey, hier oben. Verzeih, dass ich dich von hier oben aus belästige, aber ich bin sehr hungrig und sitze hier fest. Du bist ein Gorone, du kannst einfach runterrollen. Na egal, ich kann ja nicht helfen. Ah, eine Eulenstatue. Gleich mal einen Port hierher aktivieren. Hossa! Sehr schön. Buddelidei. Okay, Bomben einsammeln, Pfeile einsammeln. Sehr schön. Ist das hier wirklich sehr schön? Ich weiß gar nicht. Wer ist eigentlich hier so zugange? Hä? Zur Schmiedewerkstatt. Wir schärfen jedes Schwert. Wir arbeiten hart, damit ihr Schwert hart für sie arbeitet. Ach ja. Dann gucken wir mal. Ah, des Nachts geöffnet. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh, die pennen ja alle. Ah, friss mich nicht. Schnauze. Mann, ey, ich habe gerade so schön geträumt. Na. Willkommen in der Schmiede. Mein Name ist Subora, der Besitzer. Erfreut dich kennenzulernen. Wenn du unser Kunde wirst, dann erkennst du bald, dass gut Ding Weile haben will. Aber letztendlich macht es sich bezahlt. Halt die Klappe da drüben, Mann. Der große Kerl da ist mein Assistent, Gabora. Er besteht nur aus Muskeln und dem Verstand eines Deku-Stabs. Bist du gekommen, um dein Schwert schärfen zu lassen?
Leider nehmen wir gerade keine Aufträge an. Der Grund dafür ist der plötzliche Kälteeinbruch. Siehst du, sogar unsere Esche ist eingefroren. Ja, c'est la vie. So wie es aussieht, können wir erst im Frühjahr wieder arbeiten. Wenn ich nur die Esche irgendwie auftauen könnte. Hä, was sagst du? Du meinst, wenn wir heißes Wasser hätten, könnten wir das Eis schmelzen? Genau, Mann! Tu nicht so, als wüsstest du, worüber du sprichst, du Dekustab. Ja, glaub diesem Gerücht, wonach vor langer Zeit eine heiße Quelle in den Bergen gewesen sein soll. Solchen Unfug glaube ich nicht. Nee, du zeigst lieber freizügig deine Nippel. Okay, Freunde, ein interessanter Fakt. Wusstet ihr, dass in Wind Waker Phantom Ganon, ja, der Knilch hier, dass der Typ, er hat ja dieses Schattenschwert, das große, und auf dem Schwert sind hyrulianische Zeichen drauf. Und wenn man die übersetzen würde, stehen auf dem Schwert die beiden Namen dieser Schmiedetypen da. Subora und Gabora. Komisch, oder? Haben die Typen also Phantom Ganons Schwert geschmiedet? Unwahrscheinlich, weil es ja laut Timeline nicht dieselbe Zeitepoche ist. Aber egal, nur so mal als Fun Fact. So, zack. Okay, wo sind wir hier eigentlich jetzt? Was ist das für ein Geräusch? Was dampft da so? Wow, shit! Holy shit! Holy shit! Hast du mich erschrocken? So, zack, Herzchen. Oh Mann, ist das kalt hier, ey. Alles hier, sogar der ganze See hier ist eingefroren. Oh mein Gott, ein Werwolf! Und sagt Tschüss! Ganz einfach, der Rücken ist ihre Schwachstelle. So, ich glaube mal, Tingle hier hat nicht mehr viel für uns zu bieten, weil wir seine Karte ja schon haben. Ja, geh mal zu deinem Freund, den habe ich aus Versehen getötet. Er braucht jetzt Beistand. Mann, was willst du denn? Willst du sterben oder was? Willst du sterben? Zack! Er geht in Flammen auf. Ist im Wesen nicht mehr so kalt, oder? Wow. Wir sind jetzt hier im Goronendorf. Ziemlich eisig, nicht wahr? Was ist denn mit dir? Was bist du denn für einer? Oh, es ist kalt. Es ist schwer, bei dieser Kälte Wache zu halten. Möchtest du den Goron-Schrein betreten? Nein. Oh, bist du sicher? Drin ist es wärmer. Oh, ich will auch hinein. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Hui! Zack. Ein Deku. Na klar. In Unruhstadt ist einer, in den Sümpfen ist einer und ganz viele. Und hier ist auch einer. Egal, das gehört zu einer Tauschquest, die aber später kommen mag. So. Unser Kumpel die Eule, der uns ja als bester Freund... Was so? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Egal. Eulenkumpel! So treffen wir uns wieder, Feenkind. Waren dir meine Statuen von Nutzen? Ich hatte die Augen halt zu, feuern Pen. Es sieht so aus, als würde in dir die Kraft ruhen, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Aber der Weg wird noch steiniger. Viele Prüfungen erwarten dich. Bitte beschütze das Volk der Goron. Ich hab nämlich noch Schulden bei denen, weißt du? Naja, ihr Land ist verdammt, unter Eis und Schnee begraben zu bleiben. Kein Leben wird in diesem Land mehr erblühen können. Doch ohne Mut und Entschlossenheit kannst du diese extremen Bedingungen nicht standhalten. Doch bist du erfüllt von ewigem Licht dieser Werte, wird diese Geschichte ein glückliches Ende finden. Sag mir, willst du weitergehen? Ja. Viele Stärken wohnen in dir, mein Kind. Ich hoffe, es sind genug, um das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Er ist nämlich ein sehr großer Berg. Ich werde mich nun erheben und auf dem Schrein zu fliegen. Folge mir. Doch vertraue nicht nur auf deine Augen. Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Dann wird sich der Weg offenbaren. Bist du bereit? Folge mir. Oh, Mann, die Eule zu sprechen ist echt anstrengend. Und bestimmt extrem nervig. So, guck mal. Die Eule fliegt zum Schrein? Und wir sollen uns nicht von den Augen leiten lassen. Vor allem, wie sie immer schön kurzweilig einen Schatten wirft. Ja, Freunde. Und wo ihre Blätter sind, können wir auch rauf. Warum, werden wir bald noch verstehen. Aber jetzt erstmal nicht. So, ich habe die Hasenohren abgenommen, weil ich damit zu schnell bin und zu weit mit unterspringe. Aber ich muss ja ganz genau auf den Federn landen. Höp. Okay. Vor allem das Fiese. Vor allem das Fiese ist ja, die Federn verschwinden einfach nach einer Weile. Ah, es fängt schon an. Nein. Nicht verschwinden. Oh, nein! Ach, na toll. Es scheint, als stünde es nicht gut um dich. Verzage nicht, noch ein kein Meister ist vom Himmel gefallen. Doch lass dich nicht vom Ungeduld ergreifen. Sie vergiftet dein Herz mit brennender Unruhe.
Willst du es nochmal wagen, ehe ich dich weiter so poetisch zuquatsche? Ich fliege. Tschüss, Mann. Ist ja gut. Ach, oder Hakenschnabel. Ich fass es einfach nicht. Okay. Nochmal das Ganze. Jetzt aber ein bisschen fixer, ein bisschen schneller. Ihr habt es ja verstanden. Mann, ich muss schon ganz schön oft hier. Dafür, dass es mein Lieblings-Let's Play ist und ich erst schon zum zweiten Mal Let's Play, muss ich ganz schön viele Sachen nochmal machen. Oh, weia, ey, es fängt an. Ich werde alt. Hopp. Okay. Und der letzte Federsprung und... Ja, yeah, wir sind drüben. Geil. Nicht umsonst habe ich an dich geglaubt. Doch auch ab hier sollen deine Augen nicht sich täuschen lassen. Vertraue auf meine Gefühle. Auf deine. Ich meine, deine Gefühle. Ich habe keine Gefühle für dich. Nein. Betritt nur den Schrein. Dich erwartet etwas, das dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein wird. Setze diesen Gegenstand ein, wenn du von hier zurückkehrst. Tschüss. Und pass auf, ich habe frisch gegessen und muss es ablassen. Ah, nicht auf meinen Kopf kacken. Ah, schnell rein. Wow. Einfach so eine Truhe. Die haben wir uns doch redlich verdient. Hoppa, boah, jetzt viele Bomben. So, her damit. Was ist das? Eine neue Maske? Oder was ganz anderes? Holy shit! Das Auge der Wahrheit. Blicke durch die mystische Linse, um Geheimnisse zu sehen, die dem Auge ansonsten verborgen blieben. Geil. Das Fenster zur Wahrheit zerrt aber an deiner Magieanzeige. Wie schön das ja alles formuliert ist, ey. So, erstmal gucken, was ist denn hier los hier? Boom! Yeah! Eine Kiste! Was haben wir da? Boah, 50 Rubine, ey! Okay, hier sind noch mehr Kisten und vor allem ist hier, glaube ich... Autsch! Eine unsichtbare Spinne. Setzen wir doch gleich mal unser Auge der Wahrheit ein, um es sichtbar zu machen. Du scheiß Viehmann! Ah, voll durch die Truhe geflogen. Okay. Du hast es nicht anders gewollt. Tschüss! So, hier sind, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Rubine drin, aber ich bin ja eh voll. Da! So, hauen wir wieder ab. Geil, das Auge der Wahrheit. Verborgenes wird nun sichtbar werden. Und das, meine Freunde, ist doch gut. So, zack. Da. Da sind die Federn drauf gelandet. Und deswegen können wir jetzt... was? Ja. Nein! Okay, ich sag ja, die Hasenohren sind viel zu fix hier. Muss man schön langsam rüberjumpen, immer wieder aufpassen. Hopp. Dap da dap da da. Hopp. Dap da dap da da. Hopp. Dap da dap da da. Hoppa. Na, was zum? Dieses Geräusch der Demütigung, ey, ich fass es einfach nicht. Was ist denn hier los? Streng dich mal ein bisschen an, Marcel. So, okay, okay. So, okay. So, und ihr habt bestimmt schon im Hintergrund die ganze Zeit den Typen da bemerkt. Guckt euch mal da, was ist da das denn? Ein Gorone? Ein toter Gorone? Oh mein Gott, ich sehe tote Goronen. Ah, jetzt nicht mehr. Puh, was für ein Glück. Okay, okay. Oh, kann es sein? Du kannst mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-du-du. Einfach so. Okay, Freunde, wir haben einen neuen Geisterfreund und dem... Folgen wir jetzt einfach mal. Wir müssen allerdings nicht die ganze Zeit das Auge der Wahrheit anlassen, weil wir sehen ja seinen Schatten. Weil sein Schatten ist nicht gestorben, der ist noch da. Nur sein physischer Körper ist hinübergeglitten in eine bessere Welt, aber er hat seinen Schatten zurückgelassen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Link so oft gegen seinen Schatten Link kämpfen muss. Oder ich denke einfach wieder zu tiefgründig. Hau ab, Mann! Oh, okay, hau ich halt einfach. Ich hau ab. Okay, ich weiß ja, wo er hin will. Ich weiß ja, wo der Gorone hin will. Ich weiß gar nicht, ob man einfach so zu dem Ort hinrennen kann, wo er hin will und man einfach warten muss, aber ich glaube nicht. Ich warte also immer wieder auf ihn. Oh, es wird bald Tag, Leute. Geil, das heißt, wir können bald Bogenschießen gehen. Geisterklops? Da kommt er da hinten. Da hinten kommt er angesaust. So, Leute, nicht wundern, der Bildschirm wird gleich wieder kleiner. Oh nein, der Bildschirm. Er engt mich ein. Ich werde sterben. Wo bleibt der denn? Fliegt er nur, wenn ich genau auf ihn gucke? Oh, für einen Geist, der durch Wände durchgehen kann und sowas alles, ist er ganz schön langsam. So. Jetzt stoppt er nämlich hier genau in mir drinne und geht weiter. Und ich glaube, erst dann können wir auch ihm wirklich folgen.
So. Okay, wenn der Bildschirm immer kleiner wird. So, wo ist er denn? Da ist er. Kannst weitergehen. Ich gehe weiter. Ich ignoriere den Wolf. Mir kann er eh nichts mehr tun, aber dir ja. Achso. Lass mich in Ruhe, du blöder Wolf. Lass mich in Ruhe. Tingle ist natürlich fein raus. Der schwebt einfach über all seine Probleme hinweg. Ja. Ja. Ah, das Bild wird kleiner. Es wird enger. Mann. Zack, yeah. Mann, du scheiß Vieh. So. Schnell, Gorone. Schnell. Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt, Gorone. Okay, ja gut. Njong. Ich gehe vor. Geister haben Vortritt. So, okay. Jetzt sind wir wissen schon mal in dem Gebiet, wo er hin will. So, und jetzt verpisse ich mich nach oben. Jetzt fällt mir ein, dass ich fliegen kann. So, guckt euch an den Dicken, wie er gleich abhebt. Und Shawanimo! Aber erstmal Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. So, jetzt bekommen wir mal hier die extrem deprimierende und drückende Musik mit. Boah, ey. Oh mein Gott, es ist so kalt. Ah! So, bevor ich nach oben kletter, gucke ich erstmal, wo ich hin muss. Die Leiter sieht man nur mit Auge der Wahrheit. Also ich muss, ja, rechts, dann links und wieder rechts. Okay. So, rechts, links, rechts. Alles klar. So, dann klettern wir mal hier hoch. Ne. Wird ja schon irgendwie seinen Sinn haben, denke ich mal, oder? Ne. So, also bei der ersten Abbiegung bitte nach rechts. Bitte nicht falsch verstehen. Ich gehe auch gleich noch nach links. Was kann ein toter Gorone von uns wollen? Will er uns verarschen? Will er uns Zeug andrehen? Ich weiß es nicht. Aber wir finden es ja bald raus. Sobald ich das jetzt mit dem Gorone erledigt habe, werde ich aber nochmal, wie gesagt, ein bisschen Zeit questen. Mein Ziel dahinter ist ja, wie gesagt, ich will die Tage komplett und sehr gut ausnutzen. Und ich muss noch eine andere Sache besorgen, die ich eigentlich jetzt noch nicht besorgen darf. Hehehe, seid gespannt. So, ist der Typ jetzt hier irgendwo? Ich hoffe doch. Wo ist denn der? Ah, da ist er. Schön. Was ist denn los, mein Dicker? Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Der Geflügelte, der Sehende? Oh Mann. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Damani der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Oh Mann, ey. Aber leider, jetzt bin ich tot. Und ich hatte nicht mal noch Geld für einen Kieferorthopäden gehabt. Ich machte mich in der Hoffnung, einen Dämon vertreiben zu können, zum Pik Hibernia auf. Doch dann erfasste mich der Schneesturm und stieß meinen Körper von einer Klippe. Und hier bin ich nun. Wie scheiße. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Der Geflügelte sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber bitte tu es. Tja, Leute, der arme, beinamputierte Goron-Geist hier braucht unsere Hilfe. Und du bekommst in dem Spiel ganz schön oft mit toten Leuten zu tun, nicht wahr? Ja, was ist mit diesem ollen Camaro-Typen? Der hat doch auch keine Ruhe gefunden, bis wir das Lied der Befreiung gespielt haben. Hier ist was los, Leute. Okay, im nächsten Part dann werden wir auch ihn heilen und seine Seele erlösen. Und was sie dann bekommen werden, ist sehr geil. Dann geht's erstmal nicht mit der Story weiter, dann wird gesidequested. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.